Hi guys, und willkommen zu einem Video. Mein Name ist Esther Hart, wenn ich vorstelle. So ihr Lieben, ich habe natürlich heute was richtig Gutes für euch, und zwar unnützes Wissen. Das braucht jeder und deswegen fangen wir auch gleich an. Okay, und da sind wir auch schon. Wir haben hier ein paar Sachen oder Fakten, die man eigentlich gar nicht wissen braucht, aber dafür bin ich ja für euch da. Und zwar erstmal, Gäste eines Lokals, in dem die Musik 88 Dezibel laut sind, trinken mehr Alkohol als Gäste in einer Bar mit 72 Dezibel. So, wenn ihr jetzt eine Bar besitzt, wisst ihr Bescheid, ne? Nächstes, deutsche Frauen kaufen für ihre Ehemänner am liebsten Socken, 48%, Hemden, 38% oder Krawatten, 17%. Ich kaufe meinem Vater auch immer Socken für Weihnachten, das ist das beste Weihnachtsgeschenk ever, ich schwöre euch, das ist so gut. Okay, die dicksten Männer Deutschlands leben in Schleswig-Holstein, die dicksten Frauen im Saarland. Echt? Wie kann man sowas denn messen? Sind die da alle so? Cool. Gehe ich auch mal hin. Okay, wenn ihre Mannschaft in Rückstand liegen, werfen sich Torhüter beim Elfmeter doppelt so oft nach rechts wie sonst. Ja? Schön. Ich weiß Bescheid. Brad Pitt schmiss sein Journalismusstudium 2 Wochen vor seinem Abschluss und ging nach Hollywood. Sowas wollt ihr schon immer mal wissen. Sticht eine Mücke einen betrunkenen Menschen, hat sie danach die halbe Blutalkoholkonzentration ihres Opfers. Ist die dann so betrunken, so eine betrunkene Mücke, so nie. Okay, ich bin krank im Hirn. Okay, während eines Drogenexzesses hat Ozzy Osbourne einmal all seine Katzen erschossen. Es waren 17. Was? Was? Er hat 17 Katzen erschossen? Mein Gott, was für ein Ekel. Okay, die Kirche der fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland. Eine Spaßreligion hat 60 Mitglieder. Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters? Was ist das denn? Okay, gut, gut. Das ist immer gut zu wissen. Okay, Lieben, das war das Video. Leider gibt es keine Fakten mehr. Es liegt keine mehr. Aber jetzt wisst ihr wenigstens Sachen, die ihr davor nicht wusstet. Cool, oder? Und das braucht man immer. Das muss man immer wissen. Oder wenn ihr schon wusstet, schreibt es in die Kommentare. Weil dann weiß ich, was ihr so wisst und was nicht. Also ist das doch gut. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.